kurz vor 9, Ventilatoren laufen noch, Fenster sind noch offen. Offiziell haben wir es 18 Grad und bis heute Nacht um 2 war die Luftqualität noch schlecht danach. Gut, heute Morgen war natürlich ab 8 Uhr schon wieder der Laubbläser unterwegs. Na, Terror gemacht. So, der Ryan hat mich gestern noch angerufen. Er will eventuell heute angeln gehen, da bin ich mal gespannt. Ja, mittlerweile 10:30, die Sonne ist noch nicht ganz rumgekommen. Ja, die Pflanzen hier in dem Tank da, die sind irgendwie ein bisschen tot. Allerdings die Pflanzen im Terrarium, die sind so krass gewachsen. Also die ganzen Blätter sind jetzt oben, da wo das Licht ist. Da sitzt da auch drauf unser Tier. Und der wächst auch. Und unten sind keine Pflanzen. Aber das ist natürlich Wahnsinn, dass die Blätter so groß ist, dass der Salamander jetzt mittlerweile da drauf sitzen kann. Warum ist denn das so unscharf, Mann? Diese verfluchte GoPro bringt gar nichts mehr, Mann. So, wir sind unterwegs einkaufen. Bereits 20:01. Wir sind am Start. Plan ist Walmart, Foodmax, Winko und SafeMart. So, auf geht's. Bei 27 Grad. Also wir sind durch im Einkaufen. Und außer Käsekuchen, Fertigmix, haben wir gar nicht so viel Mist gekauft. Spaghetti gibt's heute Abend. Wir haben mittlerweile 32 Grad. Chips müssen wir noch kaufen. Und Pork, Schweinefilet gibt's mal wieder im Angebot für 2 Dollar Rabatt. So, aber jetzt reicht's. Das müssen wir jetzt nicht heute holen. So, ein bisschen Poker habe ich gespielt. Ich bin fast 2 Wochen hinten mit den Videos. Angeln war ich jetzt nicht mehr. Ich habe dem Ryan nur eine Textnachricht geschickt, nicht angerufen, vereinbart. So, die hat einen Käsekuchen gemacht. Den probiere ich jetzt mal und dann muss ich die Mehlwurm machen. Hier wird es erst dunkel um 7:30. 1,5 Stunden geht hier die Sonne offiziell unter als in Arizona. Das ist unglaublich. So. Jetzt muss ich die Mehlwurmfarm machen, aber erstmal probiere ich den Käsekuchen. So, der Käsekuchen war lecker, jetzt sind die Maden, wollte ich gerade sagen, die Mehlwürmer dran. Ich habe der Liane ja schon vor 3-4 Monaten gesagt, die soll mal die Avocado endlich einpflanzen. Ne? Hat sie immer noch nicht. Ist immer noch im Wasser, aber die wächst wie bekloppt. Ist der Wahnsinn, obwohl die im Wasser steht. Ja, die Wurzeln, die können natürlich nicht richtig wachsen, aber also wie die überlebt da in diesem kleinen Mini-Wasserglas, Wahnsinn. Ich habe gerade eben erst gesehen, die Mehlwürmer, die werden ja erst zu Pulpä sozusagen, ich weiß gar nicht, was das auf Deutsch heißt, und dann werden die zu Käfern. Und ich hatte ja immer so 10, 15 Pulpä, aber was jetzt hier an Pulpä ist, da sind natürlich auch ein paar Käfer drin, aber das ist ja der Wahnsinn. Ja, in 2 Wochen, wenn das Wetter so warm bleibt, ist alles Käfer. So viele ungesunde Käfer habe ich gar nicht gefunden. Nur ein paar eigentlich, so 8 Stück. So ja, das hier ist beim 7 rausgekommen vom Baby-Compartment. Also es sind definitiv keine Babys mehr. Da sind sogar Pulpä drin. Das ist unglaublich. Wenn man sich da 3 Wochen nicht drum kümmert, wie schnell die gedeihen. Ja, so viele Babys waren es ja von Beginn nicht. Hier die Compartment, da sind natürlich die richtig fetten drin. Und hier ist eigentlich nur noch Fraß drin. Also Fraß, da. Und hier sind natürlich die richtig fetten Dinger drin. Und natürlich Pulpe. Das kommt jetzt dran. So, es wird langsam immer angenehm. Kühler, obwohl so warm wurde es heute nicht. Den Rest der Woche wird es ein bisschen wärmer, wieder über 30 Grad bis hin zu 34, 35 Grad. So, ganz schön spätes Abendessen, schon wieder hier, so 9:15. So, ja. Aber es gibt Spaghetti, hier mit Sahne, ohne Sahne. Komische Nudeln aus was auch immer. What is it? The Nudeln. Cognac. It's a root in the earth. Komische Wurzeln, es ist aus Wurzeln gemacht, die Nudeln. Kommen aus
Japan. Ja, und natürlich normale Nudeln für mich, denn ich esse so einen Schrott nicht. Ich hab's auch nicht nötig, denn ich bin schlank.